Ja, ich finde, wir haben ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Am Anfang schwer ins Spiel gekommen, aber mit der Zeit wurde es viel besser. Wir haben auf Ballbesitz gespielt, gutes Spiel gemacht und am Ende haben wir auch unsere Torchancen genutzt und deshalb war es auch ein klares Ergebnis heute, finde ich. Auf alle Fälle sind wir zufrieden. Ja, das war eigentlich von ein Spiel mit hohem Tempo von beiden Seiten und es hätte auch knapp ausgehen können. Ist halt nicht so. Wir haben unsere Chancen auch nicht mehr reingemacht. Es war eine gute Mannschaft. Für uns war das auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir schauen Spiel zu Spiel und schauen wir mal weiter. Wie gesagt, es war ein tolles Spiel. Ja, also die Mannschaft hat eine super Mentalität. Wir sind alle eng beieinander. Ist ein guter Teamspirit. Und deshalb hat keiner daran gezweifelt, dass wir zurückkommen werden. Und deshalb haben wir auch das Spiel gedreht heute. Ja, ich sage mal so, von der Spielerqualität geht es jetzt in dem Sinne vielleicht gar nicht mehr. Ich meine, die Leute haben wir mit Sicherheit auch. Es geht eher die ganze Infrastruktur. Ja. Wir müssen schauen, dass man viel mehr ins Training auch reingeht, dass wir im Sommer drüber auch Training haben. Ja. Weil über Training und geht halt, also wie gesagt, ist momentan auch viel individuell. Ja. Aber das ist alles noch kompliziert in ein Training. Das wäre es halt dann. Ja. Und das ist die Zukunft, wo wir schauen werden, dass da alles noch besser wird. Ja, also ich finde schon, wenn wir jetzt die Tabellensituation mitverfolgen, spielen wir ganz klar oben mit und wir wollen natürlich auch aufsteigen. Das ist unser ganz klares Ziel. Vom Kader sind wir gut besetzt, da brauchen wir uns von niemandem fürchten in der Bayernliga. Und ja, man sieht das auch an den Resultaten. Jein, es ist halt sehr problematisch, weil wir auch Spieler haben, die wo draußen im Verein, also im Feld spielen auch. Die ganze Vorbereitung hin und her ist halt dann immer schleppend in die Saison rein. Ja, und dann spielst du eigentlich teilweise jedes Spiel auch immer mit anderen Spielern. Und wir haben jetzt da leider nicht so einen Kern von 6, 7 Leute, wo du sagst, okay, das ist der Stamm, das haben wir halt leider noch nicht. Noch nicht, aber wir werden auf die nächsten Jahre darauf hin auch bauen oder schauen, was aufzubauen in der Richtung. Ja, ich finde, bisher passt alles. Wir müssen nur konstant bleiben, konstant die Leistung halten, so weitermachen. Und dann sollte uns eigentlich nichts im Weg stehen für den Aufstieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.